Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute um eine Waffe im Spiel, die tatsächlich nicht wirklich gut ist, aber dafür richtig gut ist. Das geht nun wirklich nicht. Doch, das geht. Borderlands 3 besitzt mehr Waffen, als man tragen kann, also ungefähr mehr als zwei, und hat daher die unterschiedlichsten Schießprügel anzubieten, die unterschiedlichsten Fähigkeiten haben. Neben Waffen wie der Chaosen, der Free Radical oder der Blade Fury, die alle so richtig eure Gegner durchkneten können, und Waffen wie der Woodblocker und der Malek's Bane, die, naja, halt auch im Spiel sind, gibt es aber mindestens eine Waffe, die gleichzeitig nix und sehr viel kann, wenn es um das Ausknipsen der Gegner geht. Die Rede ist von der Phaser. Eine Assault Rifle, hergestellt von Vladov, das ihr in Borderlands 3 bekommen könnt, ohne euren Kammerjäger-Hintern in der DLC hieven zu müssen. Das Ding bekommt ihr nämlich auf Necrotapheo bei dem Gegner Atomic. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zu Atomic finden könnt, hier mal eine kleine Anleitung. Ihr startet auf der Sanctuary 3, nutzt den Out-of-Map-Glitch vor der Brücke, springt an der hinteren rechten Ecke des Schiffs ab, landet auf Pandora, schnappt euch am Catch-Ride einen Nimbus 2000, fliegt damit bei Lavender Crawley Richtung Nordosten, ca. 45.000 Meilen geradeaus, dann kurz vor der Pommesbude links über den Hügel und nach ca. 27 Jahren habt ihr den Planeten erreicht, oder aber ihr nutzt einfach das Schnellreisesystem in eurem Menü. Auf Necrotapheo reist ihr dann, wenn ihr die zweite Möglichkeit nehmt, zu den Tazen-Heroinen und slidet auf eurem Allerwertesten bis zu diesem Punkt auf der Karte. Hier findet ihr neben Celestro, das ist der Typ hier, auch den hyperaktiven Atomic, der euch mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% eine Phaser droppen kann. Habt ihr dann das Glück, so einen Prügel zu bekommen, dürfte der bei euch etwa so aussehen. Meine Version hat einen ganzen Haufen an Werte, aber wir sind ja heute nicht hier, um uns Zahlen zu gucken, sondern deswegen, weil die Phaser halt irgendwie Kacke und Premium gleichzeitig ist, also Premium oder so. Denn die Phaser besitzt zwei verschiedene Feuermodi, die ungefähr so unterschiedlich sind wie Gandalf und Dumbledore. Naja, vielleicht jetzt nicht gerade so der beste Vergleich und ja, vielleicht habe ich in der letzten Zeit etwas zu Harry Potter geguckt. Der erste Feuermodus der Phaser auf jeden Fall ist der Gewehrmodus. Feuert ihr damit los, dauert das Umlegen eines Gegners ungefähr so lange wie das Augenbrauenzupfen bei Chewbacca. Denn die Kügelchen, die aus dem Lauf liegen, verursachen genauso viel Schaden wie eine Handvoll Cornflakes, die euch ein Dreijähriger ins Gesicht wirft. Der zweite Fallmodus ist dafür aber das genaue Gegenteil und ist genauso tödlich wie ein achtstündiges Politikreferat vorgetragen von Ava. Denn der zweite Fallmodus ist der Shotgun-Modus, der im Vergleich zum Gewehrmodus richtig gut ist. Vor heute im Shotgun-Modus verschießt ihr Phaser-Orbs, die Splash-Schaden auf dem Schlachtfeld verteilen und eure Gegner Teil für Teil Richtung Friedhof schnipsen. Wollt ihr ein Element auf der Phaser haben, habt ihr die freie Auswahl, denn dieses Assault Rifle kann man in einer Menge unterschiedliche Elemente droppen, und zwar Feuer, Schock, Korrosion, Kryo und Strahlung. Beim Farmen von dem Prügel müsst ihr allerdings ein wenig Glück mitbringen, wenn ihr die passende Version finden wollt. Zum einen habt ihr halt wie gesagt eine Droprate von 10%, zum anderen sind 59% der Phasers ohne Element, weshalb ihr Atomic wahrscheinlich mehr als einmal umdübeln müsst, um eure gesuchte Version zu bekommen. Innerhalb der letzten Jahre bekam auch die Phaser wie viele andere Waffen ins Spiel den ein oder anderen Buff verpasst, der die Phaser nochmal ein ganzes Stückchen brauchbarer machte. Am 17. Oktober 2019 bekam das Assault Rifle einen erhöhten Schaden von 15%, der Gewehrmodus war aber immer noch für die Tonne. Am 5. März 2020 bekam das Gerät zwei zusätzliche Projektile im Shotgun-Modus, wodurch jetzt nicht nur 6, sondern 8 Orbs aus dem Lauf flitzen, eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit für den Shotgun-Modus und einen erhöhten Waffenschaden für beide Feuermodi. Und dann gab es am 9. November einen erhöhten Waffenschaden von 48% für alle beiden Feuermodi, wodurch die Phaser zu einer wirklich guten Waffe wurde. Naja, abgesehen vom Gewehrmodus, der ist halt immer noch nicht so geil. Wie gesagt, habt ihr beim Farm des Teils eine erhöhte Dropchance bei Atomic auf Necrotapheo, ihr könnt das Prachtstück allerdings auch von jeder anderen Beutequelle im Spiel als World Drop bekommen. Die Phaser ist mal eine nette Abwechslung zu den typischen Waffen im Spiel, die die meisten wahrscheinlich spielen werden. Wollt ihr das Maximum aus dem Schießeisen holen, boostet am besten durch die verschiedenen Optionen, die ihr habt, euren Splash-Schaden und rotzt einfach alles um euch herum voll mit dem Ding. Wie immer ist die Waffe jeweils unterschiedlich stark, also je nach Version, Salbung, Kammerjäger und Bild. Aber alles in allem ist das Ding schon wirklich ein Top-Tötungs-Moped, wenn man den Shotgun-Modus verwendet. Aber Leute, am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr euch die Schleuder selbst farmt und damit einfach mal ein paar Gegner im Ziel umbrezelt. Denn dann wisst ihr erst, ob das Ding was für euch ist. Ich für meinen Teil mag die Phaser und finde, dass sie einen Platz im Inventar oder im Tresor verdient hat. Bis hierhin würde ich aber auch mal wieder sagen, war's das mit diesem kleinen Guide zu Phaser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir wie immer gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos rund um Borderlands und Borderlands zu verpassen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video. Haut da rein!